Am Tag nach dem Skandalderby bei Borussia Mönchengladbach schien zumindest äußerlich Ruhe eingekehrt zu sein beim 1. FC Köln und das mitten im Karneval. Die 0:1-Niederlage beim rheinischen Rivalen durch ein spätes Tor von Granit Xhaka geriet angesichts der Tumulte nach Spielende in den Hintergrund. Vermummte Chaoten aus dem Kölner Fanblock hatten sich Zugang zum Innenraum verschafft. Bengalos flogen auf den Rasen, es spielten sich offene Jagdszenen ab. Ein Polizist wurde verletzt. Schockierende Bilder, die so niemand sehen möchte. Wir müssen heute irgendwann einmal uns auch klar werden, in welche Richtung wollen wir denn als Ganzes, als Fankultur, als Stadt mit dem Verein gehen und jede kleinste, und das sind keine Kleinigkeiten, aber jede kleinste Sache, die uns behindert, ob es an Unterstützung dann weniger ist oder ob es eben an Kohle weniger ist, die wir da hier in Köln sowieso nicht bunkern im Safe, die schadet uns in unserer Entwicklung. Und wer das halt nicht kapiert, der soll sich immer hinterfragen, ob er echter Fan ist oder ob er seine eigene Geschichte durchziehen will. Und so sehe ich das halt. Am Sonntag bestätigte der Deutsche Fußballbund, dass er ein Ermittlungsverfahren gegen die Kölner eröffnen wird. Von einer Geldstrafe über einen Teilausschluss der Fans bis hin zu einem Geisterspiel vor leeren Rängen ist alles möglich. Der große Verlierer ist der zuletzt so stabile 1. FC Köln. Die Ruhe, die in den letzten Jahren eingekehrt war am Rhein, sie scheint vorerst vorbei zu sein.